Punkt, die Meinungsfreiheit ist es weltweit sehr schlecht bestellt. Veranstaltet vom 3. bis 10. Mai in diesem Jahr die Woche der Meinungsfreiheit. Diese Woche der Meinungsfreiheit soll dann jährlich stattfinden. Und wir tun das deshalb, weil wir Verantwortung für ein Menschenrecht übernehmen wollen, nämlich der Meinungsfreiheit, ohne die eine freie, vielfältige, demokratische Gesellschaft nicht funktionieren kann. Und genau dazu brauchen wir Sie. Wir brauchen viele Partner, die mitmachen, sich engagieren und Flagge zeigen für die Meinungsfreiheit in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt. Und die Meinungsfreiheit steht weltweit sehr stark unter Druck und deshalb ist das so dringend nötig. In vielen Ländern wird die Meinungsfreiheit brutal unterdrückt. Da werden Menschen, die einfach nur ihre Meinung sagen, verfolgt, verschleppt, weggesperrt oder gar getötet. Das sind Länder wie China, Russland, Saudi-Arabien und Türkei und viele, viele andere Länder auch. Denn nichts fürchten Despoten und möchtegern Diktatoren mehr als die frei ausgesprochene Meinung, weil sie in ihrer Macht bedroht werden. Und genau das müssen wir verhindern. Und die Unterdrückung der Meinungsfreiheit findet auch subtil statt. Das sind wirtschaftliche Repressalien, das sind bürokratische Hürden, die aufgebaut werden, um Menschen dazu zu bringen, ihre Meinung nicht zu sagen, nicht frei zu sprechen, das, was sie meinen und was sie denken. Und die Meinungsfreiheit wird aber auch im innerstaatlichen Bereich unterdrückt und ist groß gefährdet. Das hängt zusammen vor allen Dingen mit dem Internet und den sozialen Medien, in denen Hassrede, Hetze, Drohungen, Beleidigungen an der Tagesordnung stehen. Auch das führt dazu, dass Menschen ihre Meinung nicht mehr frei äußern, Angst haben, ihre Meinung zu sagen und deshalb das nicht tun. Und es ist besonders wichtig, dass wir nicht wegschauen, wenn so etwas passiert. Und es passiert eben weltweit. Nicht wegschauen bedeutet, sich zu engagieren, dafür einzutreten. Wir möchten Sie bitten, sich daran zu beteiligen. Jeder kann mitmachen. Das ist die Einzelperson, das sind Institutionen, Vereine, Unternehmen, Organisationen. Ein jeder kann mitmachen, denn die Meinungsfreiheit ist die Grundlage einer freien, demokratischen und vielfältigen Gesellschaft. Ohne die Meinungsfreiheit funktioniert ein Meinungsbildungsprozess nicht, sodass nicht jeder auch seine Meinung in den Meinungsbildungsprozess einbringen kann. Und das ist eine ganz entscheidende Voraussetzung für eine Demokratie, für eine Volksherrschaft, in der jede Meinung zur Geltung kommt. Deshalb ist Meinungsfreiheit auch mehr als meine Meinung. Und wir möchten Sie gerne bitten dazu, sich zu engagieren und Flagge zu zeigen und mit uns ein starkes Zeichen für Freiheit und Respekt zu geben.